Hallo, heute möchte ich über das Buch Amon, mein Großvater hätte mich erschossen, von Jennifer Tege und Nicola Sellmeier sprechen. In diesem Buch geht es um die schwarze Deutsche Jennifer Tege, die im Alter von 38 Jahren erfährt, dass ihr Großvater ein bekannter KZ-Kommandant war. Diese Information hat klar einen krassen Einfluss auf sie. Sie fängt an, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Information beeinflusst verschiedene Beziehungen von ihr. Also dieses Buch ist so aufgeteilt, dass es verschiedenen Personen in ihrem Leben und Jennifer Teges Auseinandersetzung mit denen und die Beziehungen dazu unterteilt sind. Also als erstes setzt sie sich klar damit auseinander, wer ihr Großvater war, wo er gearbeitet hat. Also sie informiert sich über ihn und sie reist tatsächlich auch in die Lager, in denen er eingesetzt wurde. Und ihr Opa ist Amon Göth, der die Vorlage für den Kommandanten in dem Film Schindlers Liste ist. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, dann habt ihr schon ungefähr einen Eindruck von ihm. Der Film ist wohl sehr gut recherchiert worden. Und ich habe den Film geguckt, aber er ist schon ein bisschen zu lang her. In dem Buch hier wird er aber auch vorgestellt und ich wollte ein Zitat von ihm vorlesen. Dieses Zitat kommt aus der Antrittsrede als Kommandant in ein Lager, um so euch ein bisschen zu zeigen, was für ein Mensch er war. Und zwar sagte er: Ich bin euer Gott. Im Distrikt Lublin habe ich 60.000 Juden erledigt. Jetzt ist die Reihe an euch. Also ein sehr krasser Mensch und was er alles gemacht hat, war auch für mich zum Teil einfach sehr unfassbar. Und Jennifer erfährt einfach, dass das ihr Großvater war, wobei sie ihn nie getroffen hat, ihn nie in Person erlebt hat. Und auch deswegen war es für sie relativ leicht, ihn einfach als Täter zu sehen. Also das ist klar für sie. Womit sie ein größeres Problem hat, ist ihre Großmutter. Denn die hat sie wirklich getroffen. Ihre Großmutter war die ersten 7 Jahre, also bis zur Adoption, der wichtigste Mensch für sie, der Mensch, der ihr Liebe gegeben hat und so. Wenn in einer Zeit, in der das sonst niemand gemacht hat. Und deswegen ist es sehr schwierig für sie, sich damit auseinanderzusetzen. Auch hier habe ich ein Zitat rausgesucht, in dem sie das beschreibt. Um meinen Großvater trauere ich nicht, aber um meine Großmutter. Ich trauere um den Menschen, der sie nie war. Sie war gut zu mir, deshalb dachte ich immer, sie wäre auch ein guter Mensch. Für ein Kind ist es unvorstellbar, dass ein Mensch, den man liebt, auch noch eine andere, eine dunkle Seite hat. Die Großmutter ist gestorben und Jennifer Tege hat sie nur als kleines Kind getroffen und sich so dieses kindliche Bild von ihrer Großmutter auch behalten, sodass jetzt zwei komplett unterschiedliche Bilder von ihrer Großmutter zusammenkommen für sie. Die Mutter von Jennifer Tege lebt noch und die beiden hatten immer eine sehr komplizierte Beziehung zueinander, was durch diese Information jetzt auf jeden Fall sich nicht ändert. Jennifer Tege erfährt über ihren Großmutter durch ein Buch, was ihre Mutter mitgeschrieben hat. Also ein autobiografisches, biografisches Buch über ihre Mutter, in dem es darum geht, wie die Mutter damit umgegangen ist, dass ihr Vater dieser gewaltvolle KZ-Kommandant war und was das mit dem Leben von der Mutter gemacht hat. In diesem Buch wird Jennifer Tege komplett verschwiegen, was klar verletzend für Jennifer Tege ist und auch zeigt, wie entfremdet die beiden voneinander sind. Dann beeinflusst diese Information auch einige Freundschaften von Jennifer Tege, denn sie hat einige Zeit lang in Israel gelebt und hat dort gute Freundinnen gefunden, zu denen sie weiterhin Kontakt hat und denen kann sie jetzt nicht mehr unter die Augen treten, weil sie jetzt weiß, dass diese Freundin Enkelin von möglichen Opfern von ihrem Großvater sind, was sie auch innerhalb dieser Freundschaften komplett aus der Bahn wirft. Wie ihr merkt, geht es in diesem Buch sehr viel um die persönliche Auseinandersetzung von Jennifer Tege und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Erstens, weil ich
Jennifer Teege sehr sympathisch fand. Sie wirkt auf mich wie eine sehr energievolle, zielgerichtete Person. An einer Stelle erwähnt sie zum Beispiel nebenbei, dass sie ihre erste Reise mit 16 nicht so wie zum Beispiel ich an die Ostsee gemacht hat, sondern gleich Interrail. Einfach mit 16 mit einer Freundin durch ganz Europa gereist ist. Und diese Neugier und auch dieses Selbstbewusstsein, was dazu gehört, hat sie sich für mich gefühlt auch noch weiterhin erhalten können, was ich cool fand. Und dazu fand ich auch ihre Auseinandersetzungen sehr interessant. Also sie versucht sehr viele Informationen zu sammeln, aber sie bleibt nicht dabei stehen, sondern versucht auch einen emotionalen Zugang dazu zu finden, ist auch nicht nur auf der Informationsebene, sondern auch anders noch zu begreifen. Dafür macht sie, wie gesagt, zum Beispiel diese Reisen. Und hier in dem Buch beschreibt sie auch manchmal so Gedankengänge, die sie hatte, die ich auch mutig finde, so offen zu legen. Also eins habe ich rausgesucht. Das ist jetzt, als sie im Lager Auschwitz ist. Auf dem Turm weht ein eisiger Wind. Ich überlege, ob ich den Reißverschluss meiner Jacke zuziehen soll. Die Menschen hier haben entsetzlich gefroren. Kann ich ihre Gefühle, ihre Verzweiflung besser nachempfinden, wenn ich meine Jacke offen lasse? Muss ich sie offen lassen? Dieses Zitat zeigt auf der einen Seite, wie sie immer versucht, einen emotionalen, also auch ein Gefühl für die Situation, für diese ganzen Informationen zu entwickeln. Und ich finde es sehr mutig, weil sie auch so quasi unangebrachte Gedankengänge schildert, die sie in ihrer Auseinandersetzung hatte. Denn sie kann sich nicht mit denen vergleichen. Und genau da finde ich es interessant, weil dieses Ich das so gelesen habe, dass sie halt versucht, ein Gefühl dafür zu entwickeln und gleichzeitig ihre Hilflosigkeit zeigt, weil sie dafür kein, weil es so fern von ihrer Realität ist, dass sie das einfach nicht auf so einer Ebene begreifen kann. An diesem Buch hat mir auch das Format sehr gut gefallen, weil neben diesen sehr autobiografischen Texten, wo auch Informationen drin waren, aber wo es viel um die Auseinandersetzung und Aufarbeitung von ihr ging, gab es einzelne Texte, wo die so scheinbar objektiv waren, wo einfach nur noch weitere Informationen, also so Hintergrundinformationen für mich als Leser präsentiert wurden. Dieser Mix zwischen so objektiv und so eher autobiografischen Texten hat mir sehr, sehr gut gefallen an diesem Buch. Das war's, was ich zu diesem Buch sagen wollte. Noch bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich eine Review von Helene von Books by Lanes gelesen. Und sie hat zu einigen Dingen eine andere Meinung, die ich auch sehr verstehen kann. Und ich fand diesen Review sehr gut, deswegen ist das jetzt hier auch nochmal verlinkt in der Beschreibung zu diesem Video, weil sie hat eine sehr schon andere Meinung von diesem Buch auf jeden Fall. Ihr haben einige Stellen einfach nicht so gefallen. Mich würde interessieren, ob ihr das Buch gelesen habt, was ihr von dem Buch haltet und ob ihr eventuell vielleicht noch Fragen zu diesem Buch habt. Das war's. Bis bald.